Da geht es auch schon weiter bei Let's Play Rise, Son of Rome, Rettung von Rom. So treffen wir uns wieder, Römer. Ergib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Ein Mannsweib. Boudica, was ist los? Rom kriegst du niemals. Sag ich dir jetzt schon. Niemals. Du weißt gar nicht, gegen wen ich alles gekämpft habe in den vorigen Parts. Du bist nichts. Und dein Elefant ist tot. Völlig verdient. Oh, Backe. Gott. Fuck. Ich muss aufpassen. Die könnte gefährlich werden. Ich muss sie besiegen. Immer langsam. Das war natürlich mies. Ein Sturmangriff muss ich auf jeden Fall abwehren. Shit. Das kann ich gar nicht abwehren. Ich muss ausweichen. Na schön. Okay, und jetzt drauf. In den Rücken. Rückenmassage vielleicht. Na, was ist los? Mannsweib. Völliges Mannsweib hier, oder? Oh, shit. Das war wieder so ein Sturmangriff. Das war ultra schlecht von mir. Ich muss echt überlegen, wie ich angreife. Shit. Die ist stark. Die Frau ist stark und die will's wissen. Weißt du was? Ich hau jetzt die ganze Zeit ab. Weiche aus und weiche aus. Komm schon. Komm schon. Ich muss sie irgendwie erwischen. Irgendwie. Die Frau ist stark. Kein Wunder, dass sie so eine Herrschaft angeführt hat, der Briten, der britischen Barbaren. Ihr wisst ja, dass das mehr als Kannibalen eigentlich auch sind. Die machen alles Mögliche, das kann ich euch sagen. Aber richtig übel. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Komm, verrecke jetzt. Sehr guter Konter. Komm schon. Parieren kann ich gut. Habe ich alles von meinem Vater gelernt, der auch gestorben ist. Und man sagt, dass das wegen ihr ist. Die Herrschaft von Rom. Die römische Kultur bleibt weiter erhalten. Schon gar nicht werdet ihr mich und meine Männer ermorden. Gott, was ist da los? Ihr habt zu viel Energy Drinks getrunken, glaube ich. Okay, langsam. Mir fehlen die Vitamine gerade. Ich muss konzentriert spielen. Und? Jetzt. Komm, komm. Ja. Verrecke. Er tritt sie erstmal runter. Ergib dich. Tu es jetzt, Boudica. Oh, Backe, 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 Backe. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Die kann doch nicht so spor. Hast du das gesehen? Oh, Backe. Wir haben ja schon mal gegen sie gekämpft, aber da ist sie abgehauen. Und jetzt will sie es wohl wirklich auf die harte Art und Weise haben. Aber wirklich auf die harte Art und Weise. Problem ist, sie wehrt wirklich vieles. Oh, oh, oh. Sie wehrt einfach zu vieles ab hier. Komm schon, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich muss immer weiter ausweichen. Was sind das hier für Orte überhaupt? Shit. Immer die neuen Taktiken. Komm schon. Sie geht langsam low. Immer langsam, immer langsam. Und? Nicht getroffen. Spaß besoffen. In der Miste. Es rappelt in der Kiste. Komm schon. Oh, shit. Wieder wurde ich getroffen. Na, 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 Boudica. Bulgarin oder was? Könnte ja sogar schon fast sagen, dass sie Bulgarin wäre. So wie die sich hier gerade verhält. Oh, oh. Heiliger. Bim, bam. Nix da. Du kriegst mich nicht. Verrecke. Na?
Ja, das Ausweichen klappt. Das ist sehr effizient bei der. Oh oh. Ein Mannsweib. Ich glaube auch nicht, dass sie einen Freund hat oder so. Ich glaube, er wird auch nicht ihr nachtrauern. Bei so einem Mannsweib. Ich mochte Mannsweiber nie. Ich finde sie eklig. Oh. Die kann ja richtig mit ihren Schwertern tanzen. Komm schon. Komm schon. Shit. Fuck. Die ist stark. Die ist schnell. Mist, ich muss echt Phase bei Phase, Step by Step angreifen. Shit. Komm schon. Oh. Kacke. Sie geht aber langsam low. Immer langsam. Ein wenig. Da, wenn sie mit ihren Schwertern tanzt, habe ich ein Problem. Das darf sie nicht machen. Jetzt. Komm schon. Irgendwie muss ich sie noch erwischen. Komm schon. Fuck. Autsch. Autsch, Mann. Autsch, habe ich gesagt. Weißt du, wie weh das tut? Ich hab sie. Erwischt. Marius. Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht. Eure Eitelkeit. Eure Arroganz haben dazu geführt. Warte, 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 warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich! Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen? Lauf!
diese törichte Idee von Zivilisation. Marius, pass auf! Ihr Menschen spielt eure Spiele. Wir Götter, die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. Oh. Töte Nero. Räche die Ermordung deiner Familie. Wir sind low. Und wir kriegen Besuch. Autsch. Sind wir jetzt tot? Nein, er ist tot. Das sah verdächtig aus. Autsch. Oh, Backe. Shit. Oh, Backe. Verreckt alle. Oh, wie kaltblütig er alleine schon ermordet. Der Marius. Gladiator. Autsch. Das ging gegen den Kopf, Mann. Hast du das nicht gesehen? Wir müssen uns beeilen. Beeilung. Boah, das ist hier wie 300. Oh, du hast deinen Freund getroffen. Na, bist du schlau. Sehr schlau. Einer von den Autsch. Sag mal. Geht's noch? Heiliger. Bim-bam. Das gibt's nicht. Verdammte Eisenbahn. Los, los, los. Krass. Das ist krass. Und da sind die Nächsten. Komm schon, komm schon, komm schon. Nix da. Wir gehen echt low, habe ich das blöde Gefühl. Schaut euch mal unseren Gesundheitszustand an. Oh Gott. Das war nicht gut. Wir sehen uns gleich. Ich glaube, das wird hier eine sehr schwierige Sache. Sehr, sehr schwierig. Über die Zeit erholte sich Rom und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Thank you.
Und da endet auch schon unsere Reise mit Rise, Son of Rome. Was war das denn bitte für ein Gefecht, dass wir da durch ganz Rom durchrennen mussten? Bei welchem Spiel hatte ich das überhaupt? Ich glaube, bei keinem. Das Spiel hat mir auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Natürlich kann man an vielen Ecken ein bisschen kritisieren, das ist ja aber immer so. Aber hier kann man sagen, dass natürlich die Feinde, zum Beispiel die britischen Barbaren, auf jeden Fall sehr viel Ähnlichkeit hatten. Dann natürlich auch diese repetitiven Kampfspielszenen. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen innovativer dabei rangehen können und natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten vor allem ausfindig machen können. Gerade auch bei so einem Spiel, wenn man vielleicht in Rom ist, dass man vielleicht ein wenig mehr machen kann. Auf jeden Fall hat das Spiel diesen soliden Titel verdient mit Rise, Son of Rome. Und das kann ich selbstverständlich auch jedem weiterempfehlen. Vor allem auch Leute, die sich für das Römische Reich interessieren. Und man muss mal auch sagen, das Spiel sei als erstes auf die Xbox One eigentlich ein Jahr vorher erschienen, als auf der Windows, sprich Xbox One gleich 2013, irgendwann im November. Und auf der Windows war das, soweit ich weiß, sogar im Oktober 2014. Das bedeutet, dass das Spiel definitiv auch seinen, seinen verspäteten Wert eigentlich auf der Windows hatte. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn da hatten wir auf jeden Fall nochmal eine kleine, bessere Grafik, meiner Meinung nach. Mir hat das Spiel auf jeden Fall gefallen. Es ist auf jeden Fall seinem Namen natürlich wert und auf jeden Fall ein sehr solider Titel. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank an die ganzen Zuschauer. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mich natürlich fleißig verfolgt. Und natürlich auch vielen Dank für diese ganze Unterstützung. Mein Name ist Melek. Bis dahin.